Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Okay, irgendwie ist der Haiköder jetzt da drüben. Er soll eigentlich hier sein. Naja, egal. Der Trottel ist beschäftigt. Soll uns recht sein. Wir haben im letzten Part Seetang versucht zu ernten. Es ist nicht so viel auf dieser Insel, wie ich gehofft hatte. Ich schaffe es leider somit nicht. Eine Sauerstoffflasche zu bauen. Dann halt bei der nächsten Insel, ne? Aber vielleicht haben wir noch Glück und ich finde noch ein bisschen was Metallisches an. Erzmäßig. Ich brauche Luft. Da drüben ist, glaube ich, was. Komm, Luft. Ach, das hat mich, glaube ich, jetzt nur getäuscht, ne? Optisch. Kein Metall? Gar nichts? Nicht einmal ein kleines Fitzelchen? Nix Metall? Alter. Kupfer haben wir ein bisschen was gefunden. Das war's aber dann auch schon. Das ist ja fies. Tööö. Nicht einmal gescheit Schrott, gar nichts. Jo, dann können wir ja eigentlich schon wieder bald in den See stechen, ne? Das ist gerade enttäuschend. Jetzt wollte ich meinen Fail von letztens ausgleichen. Kann ich aber nicht, weil es nichts gibt. Gibt nichts. Es gibt hier nichts. Luft brauche ich auch schon wieder. Na? Oh, der Hai kommt auch schon wieder. Saufig. So. Gut. Dann wären wir hier fertig, ne? Theoretisch. Ich glaube, der Hai wird nochmal kommen. Ich wollte jetzt eigentlich nur die zwei Sachen hier mitnehmen. Ja. Und jetzt muss ich wieder aufs Floß, ganz schnell. Ja, das ist ein bisschen enttäuschend. Wirklich wahr. Dann können wir gleich den Anker lichten und schauen, dass wir bald eine neue Insel kriegen. Die war hier jetzt sehr mau. So. Und hauen wir ab. Dann schmelzen wir halt noch das Kupfer ein, was wir gefunden haben. Ja. Mehr gibt es hier nicht zu tun. Schade. Weil so tief kann ich jetzt nämlich nicht tauchen, weil mir ja leider Gottes die Sauerstoffmaske fehlt, ne? Also die Flasche. Die hier, ne? Da fehlen mir halt noch ein bisschen Clipper. Bisschen viel. 4 Stück. Ja, die gibt es hier jetzt leider nicht. Müssen wir hoffen, dass wir bald eine größere Insel finden. Ah, ich bin schon froh. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so schnell eine finden, auch wenn sie klein war. Jo. Gut. Wir sind am Sterben gleich mal. Das heißt, ich kann schon mal die Flasche hier füllen. Kann schon mal ein Schlücklein trinken. 2 Schlücklein, 3 Schlücklein. Ein 4. noch. Ja. Und dann können wir schon nachfüllen hier wieder. 2-mal. 3-mal. 4-mal. Und 5-mal. So. Gut, gut. Nachdem wir jetzt wieder so viel Zeit haben, würde ich vorschlagen, dass wir gleich mit den Fischen wieder beginnen. Dass wir gleich wieder angeln wie die Weltmeister, dass wir wieder genügend Haifischköder haben, also Haiköder haben. Ja. Und hoffen, dass wir bald wieder eine Insel finden. Da, 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 da. So, nehmen wir Krele. Können wir für den Fischeintopf verwenden. Vielleicht muss ich auch die Fischsorten reinhalten und das Gemüse reinhalten. Ich muss es mal, also Sorten rein, ne? Also entweder nur Kartoffeln oder nur Rüben. Ne? Mal schauen. Unsere Netze tun wieder ihr Bestes. Sammeln wie die Weltmeister.
Oh, hoppala. Dachte ich schon, das wäre soweit. Das war nicht richtig. Nee, nee. So, schön die Gegend im Auge behalten. Da, 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 da. Eine Seebrasse. Das ist schon mal ein Fischlein, das wir brauchen. Gut, gut. Da, 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 da. Keine Insel in Sicht. La, 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 la. So, noch eine Makrele. Jo. Die Farbe wäre auch schon fertig. Können wir gleich nach dem Fisch. Habe ich Blüten mit? Ich glaube nicht. Muss ich eine holen gehen? Aha, wir sind hungrig. Wie geht denn das? So, komm Fischi. Jawohl. Makrele. Okay. Dann quälen wir uns halt wieder mal die Treppen hoch. Ich habe jetzt aber keine Schüssel dabei, glaube ich. Hä, was habe ich jetzt weggeschmissen? Bist du dumm? Soll ich das doch nicht wegschmeißen? So. Dann holen wir uns mal unser Gemüse. So. Weil fürs andere habe ich jetzt derweil keine Tonschüsseln, glaube ich. Die müsste ich jetzt schnell basteln gehen. Ich wollte nur schnell was... Obwohl, doch, eine habe ich. Wohl, Blödsinn. Passt alles. Alles gut. So, runter mit der Gemüsesuppe. Fertig, passt. Ich glaube, ich hatte den falschen Fisch genommen für den Eintopf. Da brauche ich einen Hering, deshalb. Oder hier die Seebrasse. Ich glaube, das war schuld. Schauen wir mal. Ein Fischi, zwei Fischi. Einmal das und einmal das. Ich glaube, das war schuld und rein damit. So, Haifischjagd. Auf die Birne. So, zack. Gibt es eine Insel? No. Nee, nee. Kupfer müsste dann hier alles sein. Ich habe keine Planken mehr. Wie geht denn das? Jetzt aber. So. Schön schmelzi schmelz. So, so, so. Da haben wir alles. Gut. Hier können wir schon wieder ernten. Ich glaube, die lasse ich jetzt mal für die Möwe. So. Ich wollte Farbe machen. Dafür brauche ich die Blüten. Was nehmen wir denn? Für welche nehmen wir mal die schwarz, nehmen wir mal die blau und die gelb. So. Ich wollte nämlich einen grün probieren. So. Also machen wir nochmal gelb. Ich glaube, eine gelb habe ich schon da. Genau. So. Gelb und blau mit weiß müsste ein helles Grün ergeben. Also gelb. Blau und weiß. Kann ich hier was wegtun? Nö. Warte kurz. Können wir hier was reinstopfen? Nein. Aber hier. Hier können wir das mal bunkern. Jo, ansonsten könnte ich nur Seile herstellen. So ungefähr. Jetzt hätte ich Platz für den Pinsel. Und dann schauen wir mal, ob ein schönes, helles Grün nicht besser passt. So. So. Ein schönes... Ein Gelbgrün vielleicht, ha? Ist das schön? Oder... Wäre das schöner? Ich muss mal kurz vergleichen. Oh, das geht hier schwer. Muss ich warten, bis es hell ist. Gibt es eine Insel? Nein.
Muss ich warten, bis etwas heller ist, dann kann ich das vergleichen. Ich könnte aber noch mit einer Blau probieren, mit so einem Meeresblau. Wir werden mal probieren, was schöner ausschaut. So. Mir wird fast das Meeresblau gut gefallen, aber es ist jetzt, weil halt dunkel ist, ne? Vielleicht lasse ich das auch so bunt. Pff. So. Dann haben wir hier... Hier hatte ich die Farbe. Und hier hatte ich die Farbe. So. Ein schönes Licht, also schönes Muster, oder? Hier so. Hier mit der Farbe, wenn es geht. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, beides angemalt. Und hier war das hier. Habe ich hier die richtige Farbe gewählt? Nein. Aber jetzt. So, mal schauen. Vielleicht ist das ja ein schöner Farbklecks. Das habe ich hier außen, glaube ich, auch angemalt, ne? Ja, ja. Kann man das eigentlich... Aha, nur weiß, nur schwarz. In die ursprüngliche Farbe kriegt man das nicht mehr, oder? Das müsste dann theoretisch das hier sein. So ein bräunliches. Wenn es mal passt, können wir auch vielleicht so einen zweiten Farbmischer uns antun. So, einmal neue Gelb. So, mach mal eine Blau. Dapsel, 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 Dapsel. So, die Farben punkern wir wieder. So. So. Und so, glaube ich, ne? So. Ja. Dann haben wir noch eine schwarze Blüte. Könnte ich noch ein paar Blüten mitnehmen. Rot könnte ich noch mitnehmen. Zwei Blau. Weiß. Nehmen wir noch eine schwarz mit, so. Passt. Ich glaube, das schaut aber mit dem Grün, mit dem, oder mit dem Meeresblau schon bald besser aus. Ich muss schauen, schauen wir mal. Ich will jetzt erstmal wieder eine Insel haben. Das wäre famos. So, blaue Farbe fertig. Das heißt, wir machen jetzt rot. So. Kann ich noch eine... Ah, da macht er gleich zwei. Ah ja. Na dann. Aber noch eine dritte geht nicht, ne? Tatsächlich. Oh, das geht doch vier. Schau mal. Da macht gleich mehr. Das muss man wissen. Fünf Farben kann er machen. Fünfe? Ja, cool. Das geht dann natürlich besser. Ich dachte immer, da kann nur eins nach dem anderen, dass er die Farben nicht vermischt. Das war natürlich ein Blödsinn. Ein Blödsinn. So. So, schön die Planken schon mal reinlegen. Kupferband sind fertig. Die können wir gleich bunkern, bevor ich sie wieder verliere. Ja. Gut. Da kommt's. Hi, Fischi. Ich mache gleich mal meinen Speer bereit, weil der schaut schon wieder so aus, als wenn er was angreifen möchte. Kann ich dich treffen eigentlich? Na, schade. Da kriege ich die hier. Jawohl. Sehr gut. Gehen wir halt ein bisschen Fass angeln, ne? Bis wir mal wieder was Brauchbares finden hier. Ja. Weg damit. Gut, dann können wir jetzt sofort und auf der Stelle wieder ein bisschen Blanke hier bunkern. Da haben wir schon wieder genug. Stein und Schrott geht nicht, da haben wir nicht genug. Seil, das eine passt genau, dann haben wir hier voll. Jo, dann wäre eigentlich wieder Zeit, was zu trinken. Oh, es wird hell. Wäre es zu saufen und, ja. Die eine Blume könnte ich noch reingeben hier, ne? Rote Farbe, schwarze, was, platzieren, ja? Boah, die sind schon alle auf einmal fertig? Oh, wie geil! Ich dachte, die braucht bis hintereinander. Oh mein Gott, ist das cool. Okay. Da können wir gleich alles machen. Ist schon egal.
Ist schon wurscht, da machen wir gleich alles. So, rein damit hier. Rein, da haben wir noch mehr Farbe. Da ist noch eine Rot. Oh, wie cool ist das? Okay. So, die Rot und die Blau. Die Weiß können wir eigentlich auch. Aber das hat eh nicht Platz. Warte, so Blödsinn. Wenn wir drei Farben haben, so viel geht ja nicht. So Blödsinn, was ich da sage. Warte mal. Wenn ich jetzt rein Gelb mache, ist schon mal okay. Ich wusste gar nicht, dass man da so viel reinstopfen kann. Reinstopf. Da die Farbe nehmen wir gleich mit. So. Ja, so ist produktiv. Dachte ich mal, da geht nur eins. Ich bin doof. Dabei kann man fünf Farben auf einmal machen. Das ist komplett wurscht, welche Blüte man reinschmeißt. Die wird dann auf einmal fertig. Das ist halt echt, das ist cool. So, trotzdem hätte ich gern eine Insel. Verdammt. So. So, Pflanz. So, dann auch hier so. Und hier. So. Und so. Natürlich haben wir nichts mehr zum Saufen. Wir nehmen mal zwei, also einen Schluck, dann brauchen wir eh zum Gießen. Vier. So, jetzt müsste hier leer sein. Genau. Einmal nachfüllen. So. Genau. Und hier für uns. Zack. Und ist schon wieder voll. Das ist kamott, wenn man zwei solche Dinge hat. So. Aha, da hat der Haifisch wieder ein Loch reingebissen. Da muss ich reparieren. Fertig. Passt. Zack. Hat er noch mehr kaputt gemacht. Der Kerl. Schaut dabei noch gut aus. Insel? Nix. Keine Insel. Keine Chance auf Metall. Juhu. So. Ich wollte hier noch einmal die Länge runter, ne? Da könnte ich theoretisch... Da könnte ich noch mal so eine Netzreihe machen, eigentlich auch, ne? Theoretisch. Na, das wollte ich nicht. Ah! Könnte man eigentlich noch mal so eine Netzreihe machen, weil dann haben wir das Schiff schon fast komplett umrundet. Ist ja wahrscheinlich ein Blödsinn, aber ich habe... Hoppala. Tschüss! Ich habe eh so viel Material, wollte ich sagen. Kein Platz und viel Material. Und da könnte man das doch schon problemlos machen. So, die haue ich jetzt auch mal weg. Da rein damit dir. Du kommst auch da rein. War klar, dass Herr Nervbolzen wieder da ist. Danke. So werde ich meine Sachen wenigstens los. Haifische. So. Da wollte ich eigentlich ranbauen, geht aber nicht, weil ich zuerst die Netze machen muss, wie es ausschaut. Okay. Das Bett wäre auch mal schön zu machen. Federn hätten wir genug. Eine Hängematte. Um bewegungsunfähige Freunde wiederzubeleben. Das Wiederbeleben in einer Hängematte liefert noch mehr Gesundheit als ein einfaches Bett. Oh, das ist natürlich cool. Dann können wir unser Bett wegschmeißen und das hinstellen. Ja. Jetzt habe ich Platz für Seile, ne? So. Da haben wir schon mal ein Netzelein. So. Genau. So. Genau so stelle ich mir das vor. Da halt die Netze nochmal hin. Ich weiß, es ist ein bisschen sinnbefreit, weil wir da oben schon Netze haben. Aber ist ja wurscht. Ich habe so viel Material. Es ist komplett egal. Ich könnte das ja auch nochmal wegreißen und hier nochmal ein Netz dazu bauen. Aber ehrlich gesagt. Scheiß der Hund drauf, ne? So. Da.
Und hier lasse ich einfach Netz frei, würde ich sagen. Das passt schon so. Ist einfach nur zum Material verplempern, weil ich sehe, wir haben da Kupfer, also Kupfer sage ich schon. Wir haben hier Kunststoff, das einem schon bald schlecht wird. Das ist echt schon übel. Und da bin ich echt froh, wenn ich es mal ein bisschen anbringe, sozusagen. Auch das Bauen der Netze und Seile hat durchaus seine Vorteile. Da werde ich gleich mal hier unser Seilbunker, werde ich gleich mal hier so. Jetzt fehlen Planken, die kann ich gleich mal hier. Und Nägel brauchen wir schon wieder. So. Noch mehr Seile. Eigentlich schon zu viel. Ich sollte vielleicht mal aufstellen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Ich glaube, wir sind am hungrig sein. So. Ja, dann mache ich hier bis hierhin. Also brauche ich noch drei. Dann passt das schon. Ob es sinnvoll ist oder nicht, ist wurscht. Ich will einfach nur jetzt da Material verbrauchen, ganz ehrlich. Weil wir echt so viel haben. Vor allem Kunststoff, dass einem ja schon schwindelig wird. So. Hier geht eh nichts. Eine Insel ist nicht in Sicht. Nein, nein. Zocki, wo denkst du hin? Da drüben wäre ein Flößchen. Sehr weit weg. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hinsegeln sollten. Nicht, weil ich was brauche, sondern weil vielleicht die Möglichkeit besteht, dass wir da drüben eine Insel entdecken. Ach, immer diese Unentschlossenheit. Ja, da kommt auch schon der große Hunger. Ich brauche noch Ton. Ich möchte noch schnell eine Schüssel bauen. Da habe ich noch ein Netz, muss ich aufpassen. So, also. Einmal. Zweimal. Einmal Schüssel herstellen. So, passt. Dann quälen wir uns hier rauf. Warum stehst du denn verkehrt herum? Obwohl, das passt schon so. Habe ich hier absichtlich. Kommen jetzt wieder Federn? Nichts kommt. Nicht einmal Möwe. Wir haben nicht mal mehr die Möwen. Alle weg. Ich habe sie alle vertrieben. Alle verscheucht. Ja. So, also. Auf euer Wohl. So. Dann, hier können wir Planken platzieren. Fisch habe ich keinen, aber dafür Gemüse einen Haufen. So, und hier bauen wir, oder brauen wir wieder unser nächstes Gemüsesuppel. So, passt. Ich weiß nicht, was jetzt mit den Möwen los ist. Die kommen jetzt überhaupt nicht mehr. Die mögen uns nicht mehr. Nein, nein. Schade. Na jo. So, wird schon werden. Gut, hier wollte ich dann auch was bauen. Sobald ich wieder Planken habe, wollte ich hier zumachen. Ne? Da wollte ich die Tür hierhin bauen, da das Fenster. Genau, dass wir sehen können, wie es um unsere Möwe bestimmt ist. Na du, hast du schon wieder Hunger? Ja. Jetzt ist er hin. Gott sei Dank. Da soll es auch eine Möglichkeit geben, eine Trophäe zu kriegen. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ich vermute mal, wenn man Pfeil und Bogen hat, dass da vielleicht was geht. Aber soweit bin ich ja noch nicht. So. So. La 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 la. Die Wahrheit der Netze, warum ich sie hier eigentlich gerne bauen möchte, ist einfach, mir gefällt das. Das schaut recht schön aus, finde ich, wenn man hier so ein bisschen das Meer unter den Füßen sieht. Vor allem, weil man nicht durchrunterbricht, finde ich das recht schön. Deshalb, ja, dachte ich mir, lass mal das so. So. Das ist die einzige Wahrheit. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht ungeschickt bin und da runterfalle, weil dann habe ich es gerichtet. So, da fehlen noch Planken und ein bisschen Schrott, den ich nicht habe, weil hier keine Insel ist. Und ja, ich hätte vielleicht müssen doch das Floß verfolgen, wäre sinnvoller gewesen. Ich trinke mal was. Das ist schon ganz schön, sind wir schon ganz schön durstig.
So. Ich fülle ihm auch gleich nach. Ups, nicht zu weit laufen. Zocki, nicht zu weit. Sonst macht's Platsch. So. Geht schon? Ah, sind wir voll. Okay. So. Ich denke mal, wenn ich das nächste Floß sehe, werde ich wahrscheinlich direkt drauf hinhalten, denke ich. Also hinsegeln. Mal probieren, ob da sich was ändert. Ob wir dann eine Insel leichter finden, wenn wir uns an die unbemannten Flößchen halten. Kann ich mir gut vorstellen. Brauche ich jetzt Gemüse? Nur Rüben eigentlich. Die könnte ich ernten, den Rest kann ich mal sein lassen. So und so. Eine Möwe muss da sein, da fehlt eine Kartoffel. Oder ich habe sie ungeschickt eingepflanzt, das kann auch sein. So. Da, 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 da. Und, ah, eine Insel, eine Insel, eine Insel. Ich habe sie gerade gesehen, ich habe sie gerade gesehen. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. So. Uah. Segel, Segel, Segel. Halt, falsch. Da drüben, Segel, Segel, Segel. So, zack. Insel? Wo? Welche Richtung? Verdammt. Warte. Da segeln wir weg, glaube ich. Die war jetzt da drüben, ne? Scheiße. Da drüben. Ganz verkehrte Richtung. Also. So. Segel setzen. Und komplett darüber. So, ich hoffe, das geht noch. So. Na, würdest du bitte mittun? Hallo? Jetzt. So. Na, das ist zu viel. Ach, dieses Segel hier, ne? Oh, das muss sehr viel in die Richtung. So eigentlich. Dass man vielleicht... Habe ich noch mein Paddel? Ja. Okay, das muss doch noch mehr in die Richtung. Alter, Wind. Ich glaube, jetzt könnte es was werden. So. Ein beherzter Sprung und drauf zu paddeln. So. Dass es ein bisschen schneller geht. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, wir segeln leicht dran vorbei, oder? Mal schauen. So. Jetzt heißt es einmal erstmal die Muskeln hier anstrengen. Da. Paddel, 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 paddel. Es wird eine kleine Insel, aber es müsste genügend Seetang sein, dass ich jetzt endlich wieder eine Sauerstoffflasche machen kann. Theoretisch. Ich glaube nicht, dass es hier oben schon Schäfchen gibt. Dreck wäre mal super. Dreck wäre ganz super, wenn wir kriegen könnten. So. Gleich mal zum Anker laufen. Sind wir schon? Ja, jetzt. Und Anker. So. Und das Segel. Ich glaube, das passt so. So. Würdest du? Danke. So, das müsste passen. Super. Unsere Taschen sind aber voll. Aber es ist mal wichtig, dass wir das Floß anständig geparkt haben. So. Das können wir stecken. So. Dann kann ich mal die Haifischgeschichte hier machen. So. Ah, hier gehören noch Planken hin. Dann kann sie fertig kochen. Wir haben keine Planken mehr. Puh. Nicht gut. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. So. Macht der Fisch, der Haifisch über Blödsinn? Noch nicht. So. Macht er jetzt Blödsinn? Noch nicht. Alter. Okay. Was wollte ich jetzt?
Ich wollte mal ein bisschen Kunststoff loswerden. So. 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 Das nehme ich noch mit zum Reparieren. Das wollte ich stacken. Da haben wir noch was. Der Part ist zu Ende. Die Blümchen wollte ich noch machen. Also die Farbe. So, warte. Wo war die? Die war hier. So, da ist ein Fass. Wie schön. So, 1, 2, 3, 4, 5. Zack, zack, zack. Die Farbdöschen. So, passt. Die Farbe tun wir natürlich gleich bunkern. So. Zum Glück kann man so viel Farbe stecken. Was wollte ich denn jetzt noch? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir hier rauf. Ich wollte Platz machen. Genau, das wollte ich. Wir müssen hier rauf. Ich glaube, das geht vom Platz her. Heureka. So. Gelbe Blume. Und dann haben wir hier ein Bäumchen. Das werden wir gleich fällen. Das können wir jetzt wunderbar machen, wenn es Nacht ist. Ja. Würde ich sagen. Noch eine gelbe Blume. So, der Part ist auch zu Ende. Würde ich sagen, beenden wir gleich den Part hier. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!